heute Trainerbesuch im Lumani Headquarter. Bei uns zu Gast ist Björn Harmsen, seines Zeichens der Cheftrainer des Mitteldeutschen Basketballclubs. Björn, schön, dass du hier bist. Danke, hallo. Hallo. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Deine Mannschaft, der MBC, hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt souverän geschafft, die Playoffs knapp verfehlt. Habt ihr eure Saisonziele erreicht? Ja, ich denke auf jeden Fall. Wir haben dann als Aufsteiger mit einem der kleinsten Etats die Saison bestritten und ich denke, mit dem 10. Platz haben wir alle Erwartungen weit übertroffen. Unser Ziel war vorher der Klassenerhalt, sprich 16. Platz, und jetzt am Ende mit einer positiven Bilanz dazustehen, 18 Siege und 16 Niederlagen, ist mehr als das, was wir erwartet haben. Genau, und du sagst es ja gerade selber, geringer Etat, das ist auch ein Wort, zusammen mit junge wilde Spieler, die genannt werden, wenn man vom MBC und von dir spricht. Vielleicht kannst du ja mal kurz erzählen, was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit gerade jungen Spielern? Ja, ich habe ja selber als Trainer im Jugendbereich angefangen und 10 Jahre in der Jugend gearbeitet. Und insofern komme ich daher und mir lag immer sehr, sehr viel daran und liegt immer noch sehr viel daran, junge Spieler auch auf ein anderes oder auf ein höheres Niveau zu bringen und ihnen dabei zu helfen. Wir hatten dieses Jahr viele Talente, sage ich mal, in der Mannschaft, die für die das der nächste Schritt war. Und ich bin natürlich sehr damit zufrieden, dass viele Spieler diese Chance genutzt haben und sich auch nicht nur etabliert haben in der Liga, sondern auch Namen gemacht haben. Das ist ja, denke ich mal, auch gerade das Faszinierende und auch das Schöne, dass man bei jungen Spielern noch diese Entwicklung hautnah miterleben kann und das wirklich auch sieht, wie sie sich entwickeln und dann den Fortschritt erkennt. Ja, auf jeden Fall. Und es ist zwar immer wieder das Gleiche, also man sieht dann, wer viel investiert und wer auch extra arbeitet, der macht meist auch schneller den Schritt nach vorne, aber wir haben bei einigen Spielern diese Saison eine sehr gute Entwicklung gesehen. Aber nicht nur aufgrund dessen, wie gesagt, dass sie mit uns oder täglich mit der Erstligamannschaft trainiert haben und gespielt haben, sondern auch besonders deswegen, weil einige für sich selbst sehr, sehr viel investiert haben. Genau, und da denke ich mal, gibt es auch hin und wieder eine Überraschung, wenn man so mit jungen Spielern arbeitet. Und apropos Überraschung, die Playoffs in der Basketball-Bundesliga sind im Laufen. War das bisher so, wie man es hätte erwartet, oder? Eigentlich gar nicht, ne? Weil wir nun wirklich die ersten vier dieses Jahr, weiß nicht, ob es das jemand schon mal gab, aber die ersten vier ausgegangen sind. Aber ich denke, das ist, womit sich die Liga ja so ein bisschen auszeichnet selbst, das ist diese Unausgeglichenheit, diese Ausgeglichenheit, Entschuldigung. Es ist natürlich so, dadurch, dass relativ viele Ausländer auch erlaubt sind in der Liga, dass viele Mannschaften sehr intensiv und gut rekrutieren können und da auch einige Überraschungen immer an Land ziehen. Mhm. Und dadurch ist es, denke ich, möglich, dass auch die, sag mal, kleineren Mannschaften auch die größeren schlagen. Aber ich denke, ein großes Team ist noch dabei, das sind die Bamberger. Und was sagst du, in ihrer momentanen Verfassung doch schon der Top-Anwärter auf den Meistertitel? Ich denke schon. Bamberg hat am Anfang der Saison ein bisschen gestrauchelt und musste erstmal einen Rhythmus finden. Ich denke, die Spieler mussten zusammenwachsen, ihre Rollen finden, aber sie sind die Mannschaft, die sich mit Sicherheit am meisten entwickelt hat, immer stärker geworden ist und jetzt gerade auch den besten Basketball spielt. Ja, das denke ich auch. Und vielleicht abschließend noch die Frage, Björn, zu dir, zu deinem Team. Nächstes Jahr, vor der Saison oder nach der Saison ist vor der Saison, heißt es ja so schön. Was sind deine Pläne, deine Ziele für das kommende Jahr? Naja, ich würde natürlich schon gerne auch beim MBC weiterarbeiten. Wir haben, glaube ich, jetzt über 2 Jahre einen guten Schritt gemacht. Das Ziel erreicht, erstmal in die erste Liga aufzusteigen. Haben uns jetzt dort gefestigt und etabliert. Wir werden mit Sicherheit keine großen Etatsprünge machen können, aber ich wünsche mir trotzdem, dass wir es schaffen, das Budget zu steigern auch, um einfach das Programm weiterzuentwickeln und uns auch über die nächsten Jahre in der ersten Liga zu festigen. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich nicht nur dir als Trainer, sondern auch dem ganzen Umfeld, dem Verein und natürlich auch den Spielern des MBCs. Und ja, wir bedanken uns, freuen uns, dass er hier war. Und wer ein bisschen was über Björn Harmsens auch Arbeit mit jungen Spielern nochmal nachlesen möchte, der kann das gerne auf unserem Lumani-Blog tun, denn dort hast du ja schon die ein oder andere interessante Geschichte geblockt. Ja, wir bedanken uns.
damit bis zum nächsten Mal.